Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch drei Tipps vorstellen, die ihr so im Alltag benutzen könnt, integrieren könnt. Und das sind so drei Basic Vocal Warm-Ups. Ich sage immer zu meinen Schülern, wenn ich mit Celine Dion auf einer einsamen Insel stranden würde, dann würde ich ihr immer nur eine Übung geben, die ich für sehr sinnvoll halte und die gleichzeitig ziemlich viel bedienen kann. Und lass uns doch mal anfangen mit der ersten Übung und das sind die Bubbles. Bubbles, die Lip Trills sind eine super tolle Übung, die du nicht nur im Gesangsunterricht benutzen kannst, sondern auch im Alltag. Beispielsweise beim Autofahren, wenn du dann am Steuer sitzt, dann kannst du immer. Das sind natürlich Tipps, die du im Alltag integrieren kannst, aber es wäre natürlich super, wenn du dir alle 2 Tage oder alle 3 Tage, je nachdem wie du Zeit hast, 20 Minuten Zeit nimmst, um deine Gesangsübungen zu machen. Also eine klassische Übung, sondern eben die Bubbles. Und die kann man auch in verschiedenen Varianten machen. Die kann man auch. Oder man kann sie auch. Oder auch. Oder auch. Oder auch. Also ihr seht, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man die Bubbles machen kann. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit frei heraus einfach auf der Couch sitzen und Bubbles machen und. Die Bubbles sind eine Koordinationsübung zwischen deinem Zwerchfell und der Luft. Das heißt, wenn du nicht richtig mit dem Zwerchfell arbeitest, wird es nichts. Und wenn du nicht die genaue Menge an Luft hast, also die balancierte Menge an Luft hast, dann wird es meistens auch nichts. Also auch hier wieder eine Koordinationsübung. Eine andere Übung, die du im Alltag machen kannst, sind die NGs, die the Sirens, die Sirenen. Und die klingen dann so. Jetzt will das, genau jetzt will das Klavier nicht angehen. Come on. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich ganz soft aufwärmen, du möchtest noch keine Töne benutzen, also keine klaren Stimmansätze und du willst es einfach nur ganz, ganz bequem haben, ganz gentle, gentle stretch, ja, dann machst du am besten die Sirens. Und auch hier wieder nicht so viel powern. Es ist eigentlich das Gegenteil der Fall, dass du es wirklich ganz, ganz quiet machst, also wirklich ganz leise. Hab das Gefühl, dass es einmal so um deinen Kopf geht, wie in so einem Fragezeichen. Nicht durchdrücken bei diesen hohen Tönen, das wollen wir eben nicht, sondern es ist wirklich ein ganz, ganz sachtes. NG ist klasse, ist ein Nasal Resonator, wird ganz oft für viele andere Übungen auch benutzt. Und du spürst, kannst auch diese kleine, leichte Vibration spüren, je nachdem. Auch sehr gut, um dein Register zu erweitern. Eine andere Übung, die ich gerne nochmal hier vorstellen möchte, ist und zwar Straw Exercises, das Blubbern mit dem Schlauch im Wasser. Und da habe ich jetzt erstmal hier aus meiner wundervollen Wasseroase ein bisschen Wasser geholt. Und da könnt ihr sehen, ich habe hier Strohhalme parat, die sind aus Bambus. Also ich benutze kein Plastik hier im Studio, sondern Bambus. Ihr könnt euch auch einen Lachsbox Strohhalm benutzen, den hatte ich damals in Hamburg, den habe ich an meinem Vater weitergegeben, weil er Stimmprobleme hatte. Ja, und es ist wirklich eine so unglaublich vielfältige Übung. Es ist gut für Nasenatmung, für Atemergänzung, fürs Legato singen lernen oder Legato verbessern. Das ist auch gut für reflektorisches Atmen. Es ist super für ein gutes Warm-up oder für ein gutes Cool-Down. Es massiert die Stimmbänder. Du kannst eine Minute zum Beispiel ein Warm-up machen auf U und es hilft dir auch in vielerlei Hinsicht. Es ist auch super, um die Muskeln zu entspannen. Es ist auch super gegen das Drücken, gegen das Straining. Das Ganze braucht ihr nicht unbedingt jetzt mit einem Glas zu machen. Das könnt ihr auch in einer Wasserflasche machen. Kommt darauf an, wie lang euer Strohhalm ist. Damals habe ich das mit einem Luxvox Strohhalm in einer Wasserflasche gemacht. Und dann habe ich das den ganzen Tag so ja, als Übung benutzt und durchgebubbelt. Natürlich ist die Übung extrem vielseitig. Und ich werfe jetzt hier nochmal in eine Infobox rein, was denn jetzt genau dort passiert mit den Stimmbändern.
Das sind meine drei Tipps, die ihr so im Alltag integrieren könnt, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Ihr könnt für euch so ein bisschen Sirens machen oder auch Humming. Alles, was so ein bisschen entspannt, die Stimmbänder locker massiert, wo man ein bisschen den Schleim lösen kann, das sind super Übungen dafür. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlässt, Daumen hoch, ich bin auch auf Instagram und schaut doch jetzt bitte die nachfolgenden Videos, da steckt nämlich so viel Liebe und so viel Arbeit dahinter. Viele liebe Grüße aus Singapur!